haben wir es nicht nur geschafft, keine neuen Schulden im nächsten Jahr zu machen, sondern darüber hinaus trotz einer Ausgabensteigerung gegenüber dem Entwurf von fast 5 Milliarden noch 6,1 Milliarden Euro in die Rücklage zu übertragen, die dann im kommenden Jahr zusätzlich zur Verfügung stehen. In dieses Rücklagekonto werden auch alle weiteren Entlastungen des Bundeshaushaltes fließen, also die Überschüsse des Haushaltsabschlusses oder auch, wenn der Bundesbankgewinn größer ist als 2,5 Milliarden Euro. Der Bund wird im nächsten Jahr in toto, das sind die Zuführungen an die Länder und Kommunen in Höhe von 4,3 Milliarden, auch noch selber etwa 3,3 Milliarden Euro in die Hand nehmen, also das fast 8 Milliarden Euro für Flüchtlinge zur Verfügung stehen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, was sich sehen lassen kann. Wir haben keine Änderungen bei den Zinsausgaben vorgenommen und auch keine Änderungen bei den Steuereinnahmen nach der Steuerschätzung. Wobei zur Steuerschätzung will ich noch sagen, dort werden 8,1 Milliarden Euro als Steuerrechtsänderung ausgewiesen, wovon aber 4,3 Milliarden auch Zuweisungen an Länder und Kommunen sind und 1,7 Milliarden Euro ein Urteil des Bundesfinanzhofes, was umgesetzt werden muss. Also echte Steuerrechtsänderungen von den 8,1 Milliarden sind 2,5 Milliarden. Das sind die Themen Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag. Uns lag besonders am Herzen die symbolische finanzielle Anerkennung für ehemalige deutsche zivile Zwangsarbeiter und auch eine Neuauflage des Fonds für DDR-Dopingopfer. Wir wollen einen Zuschuss an die Stiftung Warentest, einen Zuschuss zum Stiftungskapital in Höhe von 100 Millionen Euro vornehmen. Und aufgrund der schwierigen Situation der landwirtschaftlichen Betriebe, gerade der Milchbauern, Stichwort auch Russland-Exportmarktsituation, wollen wir die landwirtschaftliche Unfallversicherung um 78 Millionen Euro erhöhen. Das verteilt sich auch sehr, sehr gleichmäßig in ganz Deutschland. Wir wollen den ländlichen Raum auch zur Bewältigung des demografischen Wandels mit 30 Millionen Euro stärken. Wir haben ja, und das hat Kollege Rehbeck ja auch betont, einen Haushalt ohne neue Schulden abgeschlossen. Wir hoffen auch, dass wir das durchtragen können, aber am Ende weiß das halt keiner. Wir sind ja von bestimmten Flüchtlingszahlen für dieses Jahr ausgegangen. Ob die nachher so eintreffen oder nicht, wird man sehen, wenn abgerechnet wird. Im nächsten Jahr wird das auch so sein. Die Frage ist, ob am Ende des Jahres abgerechnet wird oder ob die Länder und Kommunen darauf bestehen, schon Mitte des Jahres oder quartalsweise abzurechnen, weil es natürlich davon abhängt, wie die Zuweisungen des Bundes sind. Das wiederum beeinflusst natürlich auch die Frage, wie stabil dieser Haushalt ist. Weil das, was man prognostiziert hat, das ist drin. Jede Entwicklung, die deutlich über das hinausgeht, was wir hier eingepreist haben, führt natürlich dazu, dass sich der Haushalt in seinen Grundwerten einfach komplett verschiebt. Und das hat dann Auswirkungen auf ganz viele Ressorts. Deswegen ist man da sehr vorsichtig. Im Ergebnis ist es so, dass wir in vielen Bereichen was gemacht haben. Für uns war es halt wichtig, dass bei Andrea Nahles der ganze Bereich Sprachkurse so ausgebaut worden ist, wie er ist. Wir haben dann nochmal selber 15 Millionen für die C1-Sprachkurse bei Manuela Schwesig ins Haus getan, weil wir halt glauben, wer in Deutschland kein Deutsch spricht, hat hier keine wirkliche Zukunft. Und das muss man sehr schnell, das muss man sehr früh machen. Deswegen haben wir da viel getan. Desgleichen haben wir uns darauf geeinigt, mehr Geld für Jugendmigrationsdienste, für die Koordinierung der Ehrenamtlichen im Bereich der Flüchtlinge und für Flüchtlingsberatung auszugeben. Das ist ja das, wo es am Anfang immer hakt. Wenn die Flüchtlinge ankommen und integriert werden, dann muss man halt gucken, dass das möglichst zügig passiert. Das, was der Bund da tun kann, das wollen wir tun und das haben wir auch entsprechend verstärkt.
für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie haben wir auch noch mal 10 Millionen zur Verfügung gestellt. Das geht ja insbesondere auch in den Bereich gegen Rechtsextremismus. Im Grundsatz ist es so, dass ich glaube, dass man auch nicht nur, wenn man sich so einen Haushalt anguckt, über Flüchtlinge reden darf, sondern es muss auch die Grundfunktionen, die so ein Bundeshaushalt erfüllt, die der Staat erfüllt, müssen weiter funktionieren. Ich glaube, dass wir auch im nächsten Jahr über das Bundesteilhabegesetz sprechen werden. Da gibt es ja Ansagen zu im Koalitionsvertrag. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird auch das nicht gänzlich an uns vorbeigehen, was Kosten angeht. Und so gibt es viele Dinge, die ja parallel weiterlaufen. Und wo man sich angucken muss, wie die Entwicklungen auf den Haushalt 17, 18 und 19 sind. Wenn man sich die Prognosen anguckt, dann ist es so, dass die Länder mit einem starken Zuwachs rechnen können, die Kommunen mit einem leichten Zuwachs und der Bund eher weniger bekommt. Das heißt, in den nächsten Jahren sind die Zeiten vorbei, wo man davon ausgehen kann, dass der Bund der Starke ist, der immer jede Last schultern kann, sondern aufgrund der vielen Maßnahmen, die in den letzten 10 Jahren getroffen worden sind, die dazu beigetragen haben, insbesondere Länder und Kommunen zu stärken, was ja auch in den Fällen richtig war, führt es aber nun auch dazu, dass es Steuermindereinnahmen bei Bund geben wird. Und das macht sich 2017 das erste Mal sehr deutlich bemerkbar. Das heißt, neben der ganzen Flüchtlingsfrage und der Frage, wann wo spitz abgerechnet wird und wann wo wie gezahlt wird, darf man nicht vergessen, dass das in den Folgejahren ja auch weitergehen muss, dass man eine mittelfristige Finanzplanung hat. Auf dem Papier, da steht sie zumindest schon mal, die schwarze Null für 2016. Ob Finanzminister Schäuble dann angesichts der Flüchtlingskrise auch am Ende ohne neue Schulden auskommen wird, das muss sich ganz sicherlich noch zeigen. Jetzt haben wir eben die Reaktion der Regierung auf die Ergebnisse der entscheidenden Sitzung des Haushaltsausschusses gehört. Naturgemäß interpretiert die Opposition diese natürlich anders, und zwar so. Wir haben festgestellt, dass der Fetisch der schwarzen Null wiederum als das Hauptziel der Haushaltsberatungen vorangetragen wurde. Ich denke, dass das seinen Widerhall gefunden hatte, dass bei den Einnahmen erheblich geschönt wurde. Der Bundesfinanzminister hatte ja eine Steuerschätzung zur Grundlage, die aber nun wiederum vor allem von einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums getragen war. Er macht aus im nächsten Jahr 5 Milliarden Steuermindereinnahmen im Vergleich zur letzten Schätzung für den Bund und 3,5 Milliarden mehr für die Länder. Das will heißen, damit wird ein enormer Spardruck auch auf die Ressorts im Bund ausgeübt. Wir haben es jetzt damit zu tun, dass die Kosten für die Flüchtlingsbetreuung im Wesentlichen gespeist werden aus einer sogenannten Rücklage. Diese Rücklage wurde gebildet, nachdem der Bund im Sommer diesen Jahres über 4,5 Milliarden eingenommen hat aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen. Das war bedeutend mehr, als ursprünglich angenommen wurde. Die Bundesnetzagentur, die das ausgeführt hat, hat uns auch regelmäßig informiert. Und der Großteil dieser Einnahmen ist in diese Rücklage eingegangen. Das heißt aber, es handelt sich hier um eine einmalige Einnahme, die man nicht in jedem Jahr wieder akquirieren kann, und damit um ein strukturelles Problem für die folgenden Jahre. Die Mindereinnahmen für das Jahr 2016 in Höhe von etwa 5 Milliarden für den Bund sind ja Folgen von Steuerveränderungen, nicht von konjunkturellen Abschwächungen. Und diese Steuerveränderungen wirken sich im Jahr 2017 wiederum anders aus, sodass dort für den Bund wieder höhere Einnahmen zu erwarten sind. Also so ungeschickt hat das BMF das nicht organisiert. Und die Möglichkeiten, die die von Ihnen erwähnte Schuldenbremse noch beinhalten, würden ja für das Jahr 2016 11,6 Milliarden ausmachen. Also Schäuble könnte, ohne die Schuldenbremse zu reißen, im Jahr 2016 diese 11,6 Milliarden mehr ausgeben, würde dann aber die schwarze Null nicht erreichen. Aber aus unserer Sicht fallen im Moment bei den Landkreisen auch Kosten an, mit denen bislang niemand gerechnet hat. Also die haben so alles Mögliche schon durchgerechnet, aber da kommen natürlich auch unberechenbare Kosten zustande, und es wird im Laufe des Jahres nötig sein, und darüber sind sich, glaube ich, auch alle
Handelnden einig, einschließlich dem Bundesfinanzminister, dass wir sozusagen eine Projektierung haben und eine Planung, die sich im Laufe des Jahres noch mal erheblich ändern wird. Wir haben ja auch in diesem Jahr zwei Nachtragshaushalte gebraucht. Wir hatten noch nie eine Situation, dass im Juli ein Bundeshaushalt beschlossen wurde und als er im September zum ersten Mal im Parlament gelesen wurde, da musste der schon an so vielen Stellen korrigiert werden. Wir haben das niemandem zum Vorwurf gemacht, sondern einfach mal analysiert, dass das Entwicklung der Situation auch ist, auf die einzugehen ist. Und wir antworten auf diese Situation bislang als Linksfraktion, dass wir sagen, Markenzeichen linker Haushaltspolitik sind nicht neue Schulden, sondern gerechte Steuern. Wir haben einen Bundeshaushalt jetzt vor uns liegen, der zwar ohne neue Schulden auskommt, für den sich die Koalition dann wieder, ich will fast sagen, fetischartig feiern wird, aber wo man erkennen muss, dass die Spielräume für die Große Koalition und die Stellschrauben, die man noch drehen kann, enger und enger werden. Das machen ein paar Dinge sehr deutlich. Herr Klaus ist ja auf die Rücklage eingegangen, dass man in diesem Jahr 6,1 Milliarden Euro an Überschuss in eine Rücklage nehmen will für das kommende Jahr. In anderen Worten, gäbe es diese Rücklage nicht, würde der Bund im nächsten Jahr Schulden machen müssen. Und vor allem muss man erkennen, bisher liegen nur 5 Milliarden von den 6,1 Milliarden überhaupt in der Rücklage drin. Es kann nicht sein, dass man die Herausforderungen, die jetzt durch Flüchtlinge und durch Integration entstehen, danach bemisst, was man glaubt, an Rücklage zu haben. Das ist quasi von hinten hergegangen, dass man sagt, okay, wir gucken mal, wie viel Geld da ist und dann berechnen wir den Bedarf. Wir sind da anders vorgegangen. Wir haben uns gefragt, was ist denn der Bedarf, der wirklich notwendig ist, um Integration erfolgreich gelingen zu lassen und haben dann Vorschläge gemacht, wie man das finanzieren kann. Inhaltlich muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert mich dieser Haushalt leider stark an das Vorgehen der Bundesregierung, sowohl in der weltweiten Finanzkrise und der darauffolgenden Wirtschaftskrise als auch bei der Eurokrise. Man macht was, muss man auch sagen, das ist nicht nichts, aber man macht es zu spät und man macht zu wenig davon. Ein Engländer würde sagen, too little, too late. Wenn man wirklich den Maßstab der Bundeskanzlerin anlegt, den sie ja bei der ersten Lesung des Haushalts im Plenarsaal selbst ausgegeben hatten, der Elefantenrunde, wo sie gesagt hat, wenn wir mutig sind, wenn wir es gut machen, dann wird dieser Haushalt, den die Große Koalition vorlegt, an diesen Maßgaben nicht gerecht werden. Es werden Stellen bei der Bundespolizei geschaffen, es werden Stellen beim BAMF geschaffen, aber wenn man sich nur den Bereich von Herrn de Maizière anschaut, dann ist das wieder ein Hinterherlaufen. Zum Beispiel im Bereich Integrationskurse, da ist der Bedarf künstlich gering gerechnet. Hier haben wir Grüne beantragt, allein 600 Millionen Euro zusätzlich einzustellen. Und ähnlich sieht es auch im Bereich Arbeit und Soziales aus, wo man erkennen muss, dass die Bedarfe am Arbeitsmarkt künstlich gering gerechnet worden sind. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass Integration eine Langfrist- und eine Mittelfristaufgabe ist und dass je schneller wir sie beginnen, umso erfolgreicher sie verlaufen wird, dann hat die Große Koalition in der gestrigen Nacht auch viele Chancen verpasst. Sie ist nicht mutig gewesen, sondern zaghaft. Und man muss sagen, auch wenn viele Anträge im Kleinen gestellt wurden, dann muss man doch am Ende so etwas wie eine Schockstarre erkennen. Größere Veränderungen im Vergleich zum Etatentwurf vom Sommer sind nicht wirklich ernsthaft vorgenommen worden. Wenn die größte Sorge oder das größte Interesse in der derzeitigen Situation von der Großen Koalition nur am Ende der Summenstrich unter dem Haushalt ist und nicht die Zahlen dazwischen und ob die Mittel wirklich sachgerecht verwendet werden und ob Bedarfe so ausgestattet werden, wie es sein muss, dann wird dieser Haushalt den Herausforderungen, die wir in diesen Tagen vor uns haben, alles andere als gerecht.